Herzlich willkommen bei diesem Videoberatung. Es handelt sich jetzt um eine Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen, dass unsere Sonne, das gesamte Sonnensystem bewegt sich durch den platonischen Jahr. Und diese Sonnenbewegung, was wir als Präzession nennen, wird in indischen Astrologie berechnet. Es ist eine andere Berechnung, also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Anderes ist alles in einem westlichen Horoskop. Dafür ist aber präzis und übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. Danae Lee ist die mediale Name. Liebe Danae Lee, ich grüße dich. Das ist dein Horoskop-Analyse und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Was ist überhaupt ein Geburtshoroskop? Das möchte ich kurz erklären. Wir Menschen haben eine Seele und diese Seele ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung, ist auch unsterblich. Und wenn wir sterben, dann verlässt die Seele unseren Körper und kehrt zum Gott zurück. Wenn die Seele sich selbst behauptet hat, das Lebensweg gestaltet hat und die Seele fühlt sich glücklich, erlöst, und kommt zu dieser Leichtigkeit, dann hat sich von Karma befreit. Dazu kommt natürlich die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, kehrt auf uns immer zurück. Wenn die Seele fühlt sich beengt und die Seele meint, das möchte ich doch besser machen, dann haben wir die Möglichkeit, zurückzukehren auf die Erde. Das heißt, die Seele macht eine Seelenreise und kehrt wieder zurück. Mit all diesen Erinnerungen. Und die Kinder haben noch diese Erinnerungen. Die Seele sucht ein Schicksal aus. Ein Schicksal ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unser Tod. Und die Seele möchte in diesem Schicksalsweg, in diesem goldenen Weg gehen. Und die Seele weiß das auch, also intuitiv, weil das ist die Sprache der Seele, intuitiv wissen wir das alles. Das ist in uns drin, in unserem Inneren. Ein Geburtshoroskop ist nichts anderes als dieser Plan. So standen die Sterne über uns in unserem Geburtsmoment. Und das ist wie eine Momentaufnahme und das spiegelt sich in ein Geburtshoroskop. Ein Geburtshoroskop ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Und das ist dieser Plan, diesem Lebensweg, diesem goldenen Weg. Aber wir haben die freie Wille und wir befinden uns nicht immer in diesem goldenen Weg, sondern wir machen Umwegen. Manchmal sind wir in einer Sackgasse und suchen wir einen Ausweg. Und wenn wir auf unserem inneren Stimme hören, dann ist das beste Ratgeber, weil die Seele führt uns
zurück zu diesem goldenen Weg. Wenn wir da auch nicht hören, dann kann passieren, dass wir träumen etwas. Die Traumbilder sind auch die Sprache der Seele. Nicht alle Traum, weil im Schlaf bearbeitet unserem Gehirn die täglichen Einflüsse. Diese Träume haben keine Bedeutung. Aber wenn wir eine ganze Geschichte träumen und bleibt in Erinnerung, das ist die Sprache der Seele. Wenn wir da auch nichts hören, dann entstehen Krankheiten. Und die Krankheit ist auch ein Signal, ändere etwas in dein Leben. Also das sind die Botschaften und wir sollen auf diesen Botschaften hören. Natürlich Sonne, Mond und die Planeten bewegen, sie sich lösen auch etwas aus in unserem Horoskop. Aber hier muss ich auch korrekt mich ausdrücken, das ist nicht die Bewegung die Sonne, sondern das ist die Bewegung die Erde. Aber wir betrachten alles aus der Erde aus gesehen und für uns scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Also zum Verstehen, was das überhaupt ein Geburtshoroskop ist, das ist wie ein Spiegel, zeigt unserem Schicksal. Hier ist alles beschrieben, auch die Vergangenheit, die karmischen Erinnerungen, auch unsere Ziele und Wünsche. Und wenn wir wirklich klug handeln, dann hören wir auf unsere Intuition oder schauen wir dieses Geburtshoroskop an. Das ist das Gleiche, die Seele kennt das alles. In diesem Bild erscheinen 12 Lebensbereiche. Erstmal möchte ich alle einzeln erklären, was das genau ist und schauen wir an, welche Lebensbereiche sind für dich wichtig. Der erste Lebensbereich zeigt deine Persönlichkeit, zeigt dein Aussehen, zeigt auch, wie du auftrittst, wie das im Ausdruck bringst und zeigt auch, wie andere Menschen dich wahrnehmen. Der zweite Lebensbereich hat mit Werten, Wertschätzung, Selbstwertgefühl und mit Finanzen etwas zu tun. Energetisch hängt das Hand in Hand zusammen. Der dritte Lebensbereich ist die Schule, bedeutet auch die Verbindungen über Internet, die Verbindungen mit unserer vertrauten Umgebung, das sind Nachbarn, Bekannten, Geschwister, Verwandte und zeigt auch, was können wir verändern, in Bewegung setzen in unserer vertrauten Umgebung. Dann sind wir in den tiefsten Punkt des Horoskopes und ich kann das vergleichen mit einem Baum, das ist die Wurzel des Baumes. Hier sind die Ahnen, hier sind unsere Traditionen, unsere Herkunft, hier fühlen wir uns verwurzelt. Und das gibt uns Halt im Leben. Und in diesem Lebensbereich gehört auch unsere Wohnsituation, unserem Zuhause. Der fünfte Lebensbereich sind die Kinder, das sind unsere eigenen Kinder, auch Enkelkinder, aber auch unsere eigenen Kindheit, das innere Kind. Und hier liegt die schöpferische Kraft unserem Leben gestalten, aber wie ein Kind spielerisch. Und dann verspüren wir die Lebensfreude, was hier dieses Bild auch zeigt. Im sechsten Lebensbereich sind unsere Pflichten, unsere Arbeit und auch die Gesundheit. Und das hängt auch zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Im siebten Lebensbereich öffnet sich das Tor zur Partnerschaft.
Wenn du dieses Bild betrachtest, dann erkennst du auch, dass die erste und die siebte liegt gegenüber. Das spiegelt etwas. Das bedeutet, das zeigt den Geburtsmoment. Und in diesem Moment schauen wir alle in diesem Spiegel und erkennen wir unseren Seelenpartner. Das geht natürlich dann im Unbewussten, aber unserem Unbewusstsein zeigt das auch und wir spüren das auch, wenn wir mit unserem Seelenpartner oder Seelenpartnerin uns begegnen. Die achte Lebensbereich ist die Transformation, das Loslassenprozess, das inneren Kraft. Hier liegt auch die Sexualenergie, die Sexualität. Hat dieser Bereich auch mit Tod, mit Todesfällen auch was zu tun? Aber das ist ein bisschen kompliziert zum Erklären, weil dieser Tod bedeutet das Loslassen, Verabschieden von allem, was Kraft, was Energie raubt. Und so bleiben wir im Kern der Dinge, so verspüren wir unsere inneren Kraft. In diesem Lebensbereich sind Themen wie Erbschaften und auch Investitionen, Banken, Versicherungen, Finanzamt. Es liegt auch im Finanzhaus gegenüber. Jetzt habe ich Haus gesagt, wobei ich diesen Begriff Haus nicht besonders mag. Für mich sind das eher Räumlichkeiten, Lebensbereiche und das Ganze ist für mich ein Haus, wenn wir schon bei diesem Begriff sind. Der neunte Lebensbereich ist eine große, weite Reise, zeigt Ausland, Auslandskontakte, zeigt auch eine hohe Bildung und bedeutet auch die Suche. Die Suche des Sinn des Lebens und die Verbindung zum Gott, zum Religion. Der höchste Punkt des Horoskops ist das Krone des Baumes. Das ist das Höchste, was wir erreichen können. Hier liegt unsere Berufung. Im 11. Lebensbereich sind unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte und Hoffnungen, aber auch Freundschaften und Begegnungen mit anderen Menschen, die gleichgesinnt sind, wie eine Gruppe von Menschen. Das zu organisieren oder da uns anmelden, wie einen Verein anmelden oder eine Partei, wo wir aktiv sind. Hier sind die sozialen Kontakte. Im 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse, sind karmische Themen, die Ursache, die Erkrankungen. Hier sind die Geheimnisse des Lebens zu erforschen, in dieser Tiefe zu schauen. Hier ist die Tiefe, hier sind die Höhe, das Göttliche, also alles ist so geheimnisvoll. Und hier ist die Transformation, ist auch sehr geheimnisvoll. In die Mitte erscheint ein Engel, das ist dein persönlicher Schutzengel, weil nach Kabbala war in dein Geburts, im Tag deiner Geburt, in der Tag deiner Geburt und natürlich auch bei deinem Geburtstag, in diesen Tagen herrscht Engel Omael und hat die Zahl 30, hat für dich auch eine Bedeutung. Das ist dein persönlicher Schutzengel. Es gibt noch zwei weiteren Engel dazu, einmal die seelische Ebene, einmal in die spirituellen Ebene. Aber ich habe mal das Wichtigste, dein Schutzengel, ausgesucht. Engel Omael, Engel der Vermehrende, Engel der Geduldige, hilft bei Kinderwunsch, schenkt uns Geduld und Verantwortungsbewusstsein. Das ist eine Heilenergie, Schutzpatron der Pflanzen und Tieren, stärkt unsere Lebensfreude und unterstützt uns bei allem, was wir beginnen, dass das auch zum Erfolg führt, dass das Früchte trägt, bedeutet auch Ernte. Jetzt starten wir. In deinem Geburtsmoment, in diesem Augenblick,
wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont aufgestiegen. Das war die erste kosmische Energie, die dich auf dem Erdenleben begrüßt hat. Du bist ein Kind davon. Und das beeinflusst deine Persönlichkeit, dein Aussehen. Krebs ist sehr hilfsbereit, gefühlsvoll und hatte dieses Feingefühl zum Verspüren, wann ist der richtige Augenblick zum Handeln, wann ist besser zurückziehen, abwarten. Und du hast die Bedürfnis nach ein Zuhause. Du bist sehr familiär. Der zweite Lebensbereich öffnet sich diese Tor mit Tierkreiszeichen Löwe, aber hat noch ein bisschen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Das überrutscht ein bisschen noch im ersten Lebensbereich. Aber das Hauptthema hier eher der zweite Lebensbereich und das sind die Werte und Finanzen. Der dritte Lebensbereich öffnet sich mit Jungfrau, hat ein wenig Einfluss auf diesen zweiten Lebensbereich. Der vierte Lebensbereich öffnet sich mit Waage, hat ein wenig Einfluss auf den dritten Lebensbereich. Und Waage symbolisiert das Schöne und das sind deine Bedürfnisse, ein schönes Zuhause zu haben. Und sicherlich hast du das wundervoll, geschmackvoll auch eingerichtet. Und mit Krebs, Aszendent, brauchst du dieses Zuhause, das zu genießen. Das sind deine Grundbedürfnisse. Der fünfte Lebensbereich öffnet sich mit Skorpion und hat ein wenig Einfluss auf die Wohnsituation. Der sechste Lebensbereich öffnet sich mit Schütze und hat aber noch ein wenig Einfluss auf den fünften Lebensbereich. Siebter Lebensbereich öffnet sich mit Steinbock und hat noch ein bisschen Einfluss auf den sechsten Lebensbereich. Der achte Lebensbereich öffnet sich mit Wassermann. Und ein wenig Einfluss übt noch auf dem siebten Lebensbereich aus. Der neunte Lebensbereich öffnet sich mit Fischen. Ein wenig Einfluss hat auf dem achten Lebensbereich. Der zehnte Lebensbereich öffnet sich mit Widder und hat ein wenig Einfluss auf dem neunten Lebensbereich. Der elfte Lebensbereich öffnet sich mit Stier und hat noch ein wenig Einfluss auf den zehnten Lebensbereich. Und der zwölfte Lebensbereich öffnet sich mit Zwillinge, ein wenig Einfluss noch auf den elften Lebensbereich. Jetzt kannst du diese geheime Toren bestimmen. Jeder Lebensbereich öffnet sich mit einem geheimen Tor. Und hier sind die Tierkreiszeichen, wo dieser Lebensbereich öffnet. Erste Krebs, zweite Löwe, dritte Jungfrau, vierte Waage, fünfte Skorpion und so weiter. Wenn du mein Tageshoroskop, mein indischen Tageshoroskop anschaust und ich täglich, wenn ich dazu komme, dann mache ich das auch täglich. Wenn du das zuhörst, ich zeige jeden Tag, wo sich Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, die täglichen Veränderungen, die täglichen Einflüsse von Planeten, dann kannst ganz einfach
durch diese Bewegung, durch dieses Tageshoroskop einordnen, welcher Planet etwas auslöst in den einzelnen Lebensbereichen. Natürlich Sonne, Mond kommt noch dazu. Deine Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion, im fünften Lebensbereich. Das ist ein wichtiges Thema, diese schöpferische Kraft und deine Kindheit oder deine eigenen Kinder. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Zwillinge und hat Einfluss auf zwei Lebensbereiche, und das ist die 11. und 12. Lebensbereich. Mond wirkt auf beiden Lebensbereichen. Mond symbolisiert deinen Gefühlen. Sonne symbolisiert dein Selbst. Die beiden Lichter haben einen Bezug auf unsere Eltern. Sonne ist der Vater, Mond ist die Mutter. Mars gibt uns die Kraft, uns zu behaupten im Leben, setzt alles in Bewegung, hat mit Sport auch etwas zu tun, Sport und Bewegung, uns durchsetzen und uns wehren im Leben, brauchen wir diese Mars-Energie. Es ist eine männliche Energie, aber das haben wir Frauen auch. Und zeigt der Mann, welche Eigenschaften dieser Mann verkörpern soll. Und diese Mars-Energie ist im Tierkreiszeichen Widder. Hier ganz oben. Im 10. Lebensbereich. Das heißt, du setzt deine Kraft ein, deine Berufung zum Leben, hast die Mut, dich auch mal beruflich verändern, kann natürlich auch bedeuten, dass du dein Herzensmann durch die Arbeit begegnest. Das kann auch seine Arbeit sein. Dieser Mars ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet karmische Themen. Also du hast karmische Themen in die Liebe, Partnerschaft. Merkur ist der Planet der Handlungen. Es sind Handlungen oder Terminen oder Verträge. Und bei Merkur-Energie ist das Wissen, dieser Austausch, auch Medien, Kommunikation. Merkur steht für Kommunikation. Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze im 6. Lebensbereich. Und hat einen Einfluss auf deine Arbeit. Das ist wichtig, dass da Bewegung ist. Wichtig ist die Austauschkommunikation. Und auch die Handlungen. Jupiter zeigt unsere Größe, das ist wie unsere innere Sonne. Und bei Jupiter-Energie haben wir die Weisheit. Die Weisheit, in die Höhe zu schauen, aber auch in die Tiefe zu schauen, dass wir den Sinn des Lebens erkennen. Jupiter zeigt auch Bildung, eine höhere Bildung. Jupiter hat aber mit Ausland, mit Reisen auch was zu tun, vergrößert etwas. Jupiter vermehrt sich, vergrößert etwas. Und bei optimistischer Haltung, bei dieser Einstellung, bringt sogar Glück in unserem Leben. Und Jupiter vertritt die göttliche Gerechtigkeit und öffnet unseren Augen auf die Ungerechtigkeiten. Jupiter befindet sich bei dir im Tierkreiszeichen Waage im 4. Lebensbereich.
Und das bedeutet deine Wohnsituation und da hast du immer wieder Glück. Eine schöne Position und Jupiter in Waage bedeutet auch, es ist schön, angenehm, bringt auch Glück. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Und das im fünften Lebensbereich. Hier liegt deine schöpferische Kraft. Du liebst auch die Kinder. Und natürlich bedeutet auch diese, die Liebe zu genießen. Das spielerisch betrachten und das zu genießen, weil hier im fünften Lebensbereich liegt die Lebensfreude. Aber wenn du in Kindheit Verletzungen hast und das überträgst, diese Erinnerungen auf die Partnerschaft, weil Vaterthemen hast oder Einschränkungen oder strenge Elternhaus, natürlich ist dann wichtig, hier eine Transformation auf dem inneren Kind zu achten. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze im fünften Lebensbereich, ist auch hier eine Lernaufgabe. Und das bedeutet, dieser fünfte Lebensbereich hat mit unserer Kindheit etwas zu tun. Wie ich schon sagte, auch mit unserem Kinder etwas zu tun. Und hier in diesem fünften Lebensbereich lernen wir etwas Wichtiges. Unserem Leben gestalten. Und dazu empfehle ich etwas Bildhaftes. Versuche das Leben wie ein Theater betrachten. Und du wählst die Bühne aus. Und du gestaltest das alles. Du wählst die Schauspieler aus. Du verschönerst es oder sorgst dafür, dass die Kostüme passt. Du schreibst den Drehbuch. Du führst hier die Regie. Und du bist in diesem Theater, du spielst die Hauptrolle. Und das ist das Lebensbühne. Und dann kommst mehr in diese schöpferische Kraft und diese Lebensfreude, das wirklich traumhaft schön wie ein Kunstwerk gestalten, aber nicht mit Strenge, sondern Saturn belehrt dich, gestalte das wie die Kinder auch spielen, mit Leichtigkeit, mit Lebensfreude. Und das wirkt auf dein Leben, hier ist auch deine Lebensenergie und bei Venus natürlich wirkt auch auf die Liebepartnerschaft. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus ist rückläufig und das zeigt, hier hast du karmische Themen und Uranus hier im Krebs. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Im vierten Lebensbereich. Und Neptun zeigt die Träume, die Visionen. Und das kannst du selbstverständlich zu Hause traumhaft schön gestalten. Aber es ist auch wichtig, die Rückzug, damit du zur Ruhe kommst, dass du die Zeit genießen kannst, weil dann kommen deine Ideen und hier ist die Quelle. Da hast du diese schöpferische Kraft, die Neptun-Energie, was die künstlerische Begabung zeigt. Hier ist diese Quelle, die Inspiration. Bei diesem Rückzug hast du diese inspirierende Kraft und deine Kreativität. Pluto hilft uns bei Wandlungen, Veränderungen
und zeigt unserem inneren Kraft. Pluto befindet sich im zweiten Lebensbereich und zeigt, wie du zu deinen Werten stehst. Diese Lebensbereiche sind für dich persönlich wichtig. Deine Persönlichkeit in Ausdruck bringen. Durch Uranus-Einfluss bedeutet das einzigartig, außergewöhnlich. So sollst du dich fühlen und auch zeigen. Nicht verstecken, sondern zeigen. Die Uranus-Energie bedeutet, ich bin einzigartig, außergewöhnlich. Dann hast du auch einzigartige, außergewöhnliche Kontakte, weil so bist du auch wahrgenommen. Wichtiger Lebensbereich ist die Finanzen und die Werte, dein Selbstwertgefühl. Dann die vierte, fünfte Lebensbereich ist sehr, sehr wichtig und auch die Arbeit, etwas zu erreichen, deine Kraft einsetzen, dass du deine beruflichen Ziele erreichst und ist wichtig, die Freundschaften und ein gewisser Rückzug. Mond symbolisiert die Gefühle und gerade mit diesem Krebs-Aszendent neigst du dazu, dass vieles mit Gefühlen wahrnimmst. Und wenn du ein bisschen empfindlich bist und fühlst du dich verletzt, dann mit diesem Krebs-Aszendent und Mond in diesem 12. Lebensbereich, was auch die Rückzug bedeutet, neigst du dazu, zurückzuziehen. Und deine Aufgabe ist, gerade mit diesem rückläufigen Uranus, das ist eine alte Muster. Du musst dich nicht verstecken oder zurückziehen, sondern dich behaupten. Und das zeigt die Mars-Energie im Spitze des Horoskopes. Und das im Widder. Mars ist sehr stark im Widder, weil Mars herrscht über die Widder. Also beherrsche dann die Situation und setz dich durch. Es gibt zwei Mondknoten, einmal Ketu, das ist die Drachenschwanz oder absteigende Mondknoten und zeigt die karmischen Erinnerungen. All das, was wir in früheren Leben erlebt haben, weil die Seele hat die Erinnerungen, die Seele hat auch noch die Gefühle, auch das Wissen. In die Seele ist das alles gespeichert. Und ich bin davon überzeugt, dass die Kinder bis etwa 3. Lebensjahr haben diese Erinnerungen noch. Vielleicht zeichnen sie sogar etwas, all das, was die im früheren Leben erlebt haben. Und dieser Ketu beschreibt, welche Lebenserfahrungen hast du gemacht. Und das ist in Tierkreiszeichen Fischen. Und hier ist diese Energie, die 8. und 9. Lebensbereich. Hier hast du schon Erfahrungen, karmischen Erfahrungen gemacht. Und hier hast du die karmischen Erinnerungen, weil das ist Vergangenheit. Das hat mit Ausland auch etwas zu tun. Und Fischen, Energie ist Wasser. Das wäre ein Hinweis, dass du in früheren Leben gelebt hast, wo Meer oder Wasser war und da hast du einen Bezug dazu. Aber bedeutet diese Fischenenergie auch das Glauben? Die Fische, die tierkreiszeichnenden Fische haben diesen Traum, diese Vision und die glauben das auch. Das ist die richtige Richtung und hier ist der Reichtum verborgen. Das ist wie eine Quelle, hier liegt die schöpferische Kraft, die Intuition und Inspiration und hier ist die Neptun-Energie spürbar. Neptun herrscht über den Fischen und das ist die Inspiration
Und auch diese Intuition, die Träume zum Leben und daran glauben. Und auch die Verbindung zum Göttlichen. Und in diesem Bereich, wo um die Religionen auch geht, also hier hast du diese Erinnerungen und all das, was wir erlebt haben in Vergangenheit oder im früheren Leben, ist nicht alles negativ, was wir loslassen sollen, sondern es sind viele Schätze da. Da liegen deine Schätze. Die Transformation, dieser Reichtum in dein Inneren und deine Intuition und Inspiration, das ist Vergangenheit. Rahu zeigt den Weg, was deine Seele braucht, sich zum Entfalten, etwas Neues zum Lernen, weil das ergänzt alles. Und diese Rahu-Energie befindet sich im Jungfrau hier. Das heißt, diese Talente, Fähigkeiten, was du hast, setz im Tat um. Jungfrau ist Erdeelement, also zeigt den Tat und bringt das bitte in Ordnung. Und das ist für dich sehr, sehr wichtig. Warum? Das erkläre ich auch. Es gibt vier Grundelementen. Feuerelement ist die Begeisterung. Setzt alles in Bewegung. Feuerelement zeigt auch Kraft und Mut. Das ist diese Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Bei dir befindet sich hier eine rückläufige Mars, Merkur und Saturn. All das ist im Feuerelement. Luftelement schenkt uns die Leichtigkeit, hilft vieles loslassen, in dieser Leichtigkeit zu bleiben und gibt uns einen gewissen Freiraum. Im Luftelement befindet sich bei dir Mond und Jupiter. Wasserelement ist das Unbewusste, Wasserelement ist auch die Gefühle. Hier befindet sich Sonne und Venus. Und du hast kein Planet, auch Sonne und Mond nicht. Im Erdeelement, in dein Horoskop fehlt die Erdeelement. Und hier hast du die karmischen Lernaufgabe, das heißt Rahu im Jungfrau erobere die Erdeelement. Und das heißt etwas in Besitz zu nehmen, etwas befestigen. Ein fester Boden unter deinen Füßen und bedeutet auch um die Finanzen kümmern. Weil das, was dir eine Struktur gibt im Leben, dass das hier etwas fehlt, ist nicht, es ist kein Fehler, es gibt viele, viele Horoskope, wo ein Element fehlt. Und hier ist die Schlüssel dazu, diese Element aneignen oder da etwas lernen, damit das ein Ganzes wird. Und bei dir ist wichtig, diese Erde-Element zum Leben oder sorgt dafür, dass du Kontakte hast, dass dir diese Bodenständigkeit entgegengebracht wird, wie zum Beispiel in Partnerschaft, wo der Partner dir die Rückenstärkung gibt, sorgt für Sicherheit, Stabilität und Schutz, weil du brauchst es. Es fehlt und du brauchst es. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Das ist ein Mondkalender und zeigt die Tagesbewegung des Mondes. Und jedem Mondhaus erzählt etwas und das ist noch eine zusätzliche Information. Du hast die Aszendent Krebs und das befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Pushya und zeigt starke Intuition und das Gefühl zum Haben, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln und auch zeigt, es muss alles noch reifen, also brauchst Geduld. Du weißt, dass alles Zeit braucht. Und das stärkt dich, dieses Geduld.
Die Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion. Hier ist die Sonnenenergie im Skorpion. Und diese Sonne befindet sich in einem Mondhaus. Und dieses Mondhaus heißt Anuradha. Und das ist Glücksversprechen. Die indischen Astrologen sagen, wer jemand in Anuradha geboren ist, reitet auf Elefanten. Und das ist ein Glückssymbol. Und versuche das auch verinnerlichen, dass du dieses Glück bekommen hast in diesem Schicksalsweg. Dieses Mondhaus wird von Akrab bestrahlt und die indischen Astrologen sehen daran die dritte Auge, die hellsichtige Fähigkeit und die Spiritualität. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge hier und dieses Mondhaus heißt Artra und das bedeutet die lebendige, frische, jugendliche Aussehen, diese jugendliche Ausstrahlung, diese Vitalität. Und wenn du deinen Gefühlen achtest, dann stärkt dein Gesundheitszustand, weil hier sind auch die Ursache, die Krankheiten und immer dieser Erneuerungsprozess, dieser lebendige, frische, aber auch Leidenschaft stärkt dein Gesundheitszustand. Dieser rückläufige Mars im Widder befindet sich in einem Mondhaus und das heißt Parani und das ist wie Mutter Erde. Etwas zu gestalten, etwas in Form zu bringen, all das, was uns begeistert, wie ein Neuanfang, wieder symbolisiert auch ein Neuanfang. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze hier und dieses Mondhaus heißt Mula und bedeutet Fundament. Fundament, Basis, Sicherheit, Stabilität und das brauchst du. Merkur symbolisiert auch die Kindheit und du hast große Bedürfnis gehabt in deiner Kindheit nach dieser Struktur und Sicherheit und Stabilität. Aber wie ich die Verbindung zwischen Sonne und Mond erkennen kann, du hast diese Stabilität nicht bekommen oder nur teilweise bekommen, du wusstest nicht, was kommt. Zwischen Sonne und Mond entsteht ein Quinkungsaspekt und das kann man nicht einordnen. Das ist wie ein Pendel und du betrachtest es und du weißt nicht, in welche Richtung schlägt es aus. Das ist ungewiss. Und das erlebst du als Kind zwischen Sonne und Mond, was deinen Eltern symbolisieren, Mutter und Vater. Und diese ständige Hin und Her, das ist natürlich die Ursache an diesem inneren Unsicherheit. Und Merkur hier bei diesem Mondhaus zeigt, als Kind brauchst du diese Stabilität. Die Elternhaus haben das nicht vermitteln, also hole das nach mit deinem inneren Kind. Arbeite daran. Und das ist diese Pflichten, diese Arbeit, dass du selbst bist die Sicherheit und Stabilität. Und diese Mondhaus und auch die Schütze zeigt in eine Richtung und das ist die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße und hier ist ein Energiefeld in diesem Zentrum und das sind unsere Wünsche. Konzentriere auf deine Wünsche und verwirkliche das, das ist die Fundament. Jupiter, was deinen inneren Größe zeigt und bringt Glück auch und Optimismus und Lebensfreude, in Tierkreiszeichen Waage sowieso, das ist wirklich schön, die Waage ist sehr schön, befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Vishaka und diese Vishaka ist eine Feuergöttin und zeigt die Tempelfeuer, ein Symbol für Reinigung. Und Vishaka verbrennt alles, was im Weg steht. Nicht als zerstörerische Kraft ist es zum Verstehen, sondern es ist der Reinigungsprozess. Ich könnte sagen, loslassen, alles hinter dir lassen, was dich stört. Das ist wie eine Art Befreiung. Und
hier gerade im Waage, dann kannst du Luft holen, kommst zu diesem Leichtigkeit, die Tierkreiszeichen Waage vermittelt die Luftelement. Venus ist im Skorpion, befindet sich im Mondhaus Jeschta und das heißt Respekt zu bekommen. Du sollst Respekt, Lob, Anerkennung verlangen, auch von deinen Kindern, aber auch in die Liebe, Partnerschaft. Das ist Venus-Energie. Saturn befindet sich im Schütze, im selben Mondhaus wie Merkur und das heißt diese Fundament, Basis, die Richtung, die Zentrum unserer Galaxie, wo unsere Wünsche ist, sind, das ist Saturn Botschaft und Saturn vermittelt die Lernaufgabe. Rahu ist der karmische Weg, was deine Seele braucht zum Entfalten, befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Chitra und wird von Spica bestrahlt. Spica wurde bei Römer verehrt, das als die Weizenehre der Jungfrau und symbolisierte Ernte. Dass du Ernte bekommst, all das, was du vorhast in dein Leben, genauso wie Engel Omael das auch verspricht. All das, was dich begeistert, wo du sicher bist und bewegst du dich in einen sicheren Boden und mit Jungfrau bringst es in Ordnung, das trägt Früchte. Das braucht natürlich Zeit, so wie im Natur auch, bis das Früchte trägt, aber du erntest es. Ketu, die absteigende Mondknoten, die alten karmischen Themen im Tierkreiszeichen Fischen, hier in diesem Bereich, befindet sich in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Revati und bedeutet übersetzt alles in einen krönenden Abschluss bringen. Und hier hast du Fehler gemacht oder versagt, wie auch immer, im früheren Leben. Du lebtest deine Träume. Du hast Träume, Visionen, Intuition, Inspiration, künstlerische Begabung, tolle Ideen. Du hast das Gefühl dazu, das sprudelt. Und das ist für dich eine große, große Reise mit wunderbarem Glauben und Spiritualität und Gottesverbundenheit. Aber du hast es nicht zu Ende gebracht. Und jetzt in diesem Leben, und das zeigt die Jungfrau, bring das zum krönenden Abschluss. Komm im Ziel an. Und das ist die Sicherheit, das ist die Fundament, das ist die Stabilität. Uranus befindet sich im Krebs, hier, was dich persönlich gehört zu deiner Persönlichkeit. Und hier hast du mit rückläufiger Uranus auch einen karmischen Themen. Dieses Mondhaus heißt Ashlesha. Ashlesha bedeutet umarmen. Natürlich kommt dann die Krebsenergie, die ganze Welt umarmen und alle da zu sein, bemuttern und helfen. Und in diesem Mondhaus Ashlesha ist die Symbol eine Schlange, keine Angst vor Schlange-Energie. Das ist die Kundalini-Energie. Aber davon gibt es zwei. Die eine Schlange, das zieht die Energie nach unten, das ist die Unsicherheit, die Angst, die Zweifel, Schuldgefühl und bremst. Und wenn wir das loslassen, dann steigt die Energie hoch, das ist die zweite Schlange, wie Phönix aus der Asche und bewegt sich alles. Und das ist Erfolg und hat etwas Mystisches in sich. Etwas Magisches und diese Ausstrahlung, diese Geheimnisvolle, so lautlos und geheimnisvoll. So erscheinst du, also steh zu deinen Werten und fühle dich außergewöhnlich. Neptun befindet sich im Waage.
Neptun ist die inspirierende Kraft und zeigt unsere Träume und unsere Visionen. Neptun befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Shvati. Das kommt von Sanskrit und bedeutet übersetzt Sva, selbst, Ati, Seele. Kümmer um deine Seele, kümmer um dein Selbst. Dieses Mondhaus wird bestrahlt von einem Sternbild und das ist das Kreuz des Südens. Und hier befindet sich die Südpol und dient zum Orientierung. Du brauchst nur Orientierung, dann hast du Ziele. Und bei indischen Astrologie ist es so, sie beschreiben diesen Sternbild wie zwei Schwert und das symbolisiert das Loslassen, Angst trennen, also ohne Angst. Und diesem Sternbild, das Kreuz des Südens, zeigt spirituellen Themen. Und das sind deine Träume. Pluto gibt die inneren Kraft und die Macht, unserem Leben zu beherrschen, befindet sich die Löwe im zweiten Lebensbereich. Nimm das in Besitz. Zweiter Lebensbereich ist Besitz, deinen Werten. Dieser Pluto befindet sich in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Makha und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist einer von den königlichen Sternen und immer zum Königen Herrscher zugeordnet und zeigt diese Herrschaft, diese Macht. Dieser Stern, Regulus, ist die Herz der Löwen. Hör auf dein Herz, betrachte das wie eine Schatztruhe und leb das, öffne das, all das, was du liebst. Mach das lebendig, kümmere um dein Herz, um dein Herzensangelegenheiten und sei mit deinen Werten bewusst. Und das ist die königliche Haltung, das ist Regulus. Und wenn du diese Werte bewusst bist, hast Glück im Finanzen. Pluto zeigt auch Reichtum, finanzieller Reichtum, aber auch inneren Reichtum. Jetzt noch die Verbindungen Sonne-Mond habe ich erwähnt. Sonne steht mit Neptun auch in einer Verbindung. Sonne und Neptun, da kommt eine gewisse Unterstützung, wenn du zu deinem Selbst stehst und wirkt die Neptun-Energie und das ist deine Träume, dann kannst du das gestalten. Das ist eine Unterstützung, eine gegenseitige Unterstützung. Sonne hat eine Spannung zum Pluto. Pluto und Sonne stehen in Spannung. Sonne symbolisiert der Vater, Pluto hier im zweiten Lebensbereich deinen Werten. Das heißt, dein Vater hat dich übersehen oder deine Werte unterschätzt. Und deine Lernaufgabe ist jetzt, zu deinen Werten stehen und dass dich selbst verwirklichst im Leben. Mond hat eine wunderbare Verbindung zum Pluto, also die Mondenergie und das ist das Mutterbild. Die Mutter unterstützt die Pluto-Einfluss, also deine Mama war bewusst, vielleicht intuitiv, aber hat gesehen, gespürt, wie wertvoll du bist. Dein Vater hat das ein bisschen übersehen. Und Mars hat eine ganz tolle Verbindung zum Merkur. Mars-Merkur-Verbindung, gute Gespräche mit männlichen Personen, die Kommunikation stimmt, Mars ist der Mann, Merkur ist die Kommunikation und auch Glück, deine Berufung zum Leben. Beide Lebensbereiche haben mit Beruf und Berufung etwas zu tun. Liebe Denaili, das war diese Geburtshoroskop. Analyse. Die zweite Teil, die Jahreshoroskop, kommt noch. Ich bedanke mich dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist
Dendera Susanna Medici.